Gut, und jetzt steigen wir noch ein bisschen tiefer in diesen Bereich ein. Der ist etwas exotisch, der wird selten in Vorlesungen nach meiner Einschätzung noch mit abgedeckt. Wir schauen uns auch mal eine multivariate Gauß-Bayes-Klassifikation an. Die bietet aber eine schöne Brücke später in das Kapitel vom Clustering, wo es eben genau solche multivariaten Gauss-Modelle öfters gibt. Ich kann das aber auch bei der Klassifikation anwenden und es ist visuell schöner darstellbar, als wenn ich jetzt hier ein Spam-Klassifikationsbeispiel durchrechnen würde. Das hier kann ich dann ja, visuell darstellen. Wir haben hier eine eigentlich der unschöneren Formeln, sage ich mal, die wir in der Vorlesung natürlich drin haben, unsere Standard-Normalverteilung, und zwar die multivariate Standard-Normalverteilung. Dadurch, für die haben wir an dieser Stelle die Kovarianzmatrix mit drinnen und hier die inverse Kovarianzmatrix mit drinnen. Und die ganzen Operationen sind jetzt Vektoroperationen und nicht eben einfach nur x minus μ, sondern wir haben eben Vektor x minus Vektor μ und multiplizieren den jetzt von links transponiert und von rechts an diese Matrix. Im Wesentlichen ist es aber eine multivariate Standard-Normalverteilung. Eine multivariate Standard-Normalverteilung hat eben die schöne Eigenschaft, dass sie mir auch so eine Korrelation darstellen kann, so etwas Langgezogenes. Ich kann daraus ganz einfach eine Achsenparallele machen, indem ich hier statt der vollen Matrix eine Matrix verwende, die nur noch Einträge auf der Diagonalen hat. Hat die Eigenschaft, dass das Invertieren danach banal ist. Genau. Und ich kann diese auch wieder sehr schön schätzen. Das ist ja auch immer so die Frage, kann ich das Ganze lernen? Wie viel Trainingsdaten benötige ich und derartiges? Und ich brauche jetzt, klar, ich habe mehrere Attribute, für die ich das Ganze lernen will. Wenn ich die Kovarianzmatrix lernen will, habe ich d² Zellen in dieser Matrix, die ich lernen will. Das heißt, ich sollte schon deutlich mehr als d² Beispiele pro Klasse eigentlich irgendwo haben. Aber ich kann meinen Mittelwert lernen als eigentlich das klassische arithmetische Mittel. Und ich kann meine Kovarianzmatrix lernen mit der klassischen Kovarianz. Das Einzige, was sozusagen hier als eine Besonderheit drinnen ist in der Notation, ist, dass ich hier wirklich über die Klassenmittel und nur über die Klasse berechne, nicht über den gesamten Datensatz. Und danach kann ich die Klassifikation wieder genauso wie eben machen. Ich habe jetzt eigentlich ein Modell, das nicht mehr naiv ist. Zumindest wenn das alle meine Attribute sind, die ich hier betrachte. Ich habe vielleicht nur numerische Attribute und ich betrachte jetzt ja auch die Kovarianzen. Das heißt, dieses Modell ist in dem Sinne nicht mehr naiv. Und deswegen habe ich hier unten auch nur diesen einen Term mit drinnen, wo dieser ganze Vektor x reinkommt. Aber im Prinzip ist es die gleiche Formel, die wir vorhin auch schon hatten. Ich kann mir das dann auf Daten anschauen. Das ist jetzt der klassische Iris-Datensatz auf die ersten beiden Attribute reduziert. Dadurch gibt es ein paar Punkte, die genau übereinander liegen. Die schauen dann hier in der Darstellung so ein bisschen grau aus, wenn sie unterschiedliche Klassen haben. Das Modell, das wir jetzt hier gerade anschauen, hat keine Kovarianzen. Ich habe die Klassengrenzen, also nicht die Klassengrenzen, die Vorhersagegrenzen eingezeichnet. Das heißt, diese grüne Fläche links oben, da wird also die eine Klasse vorhergesagt, in dem Bereich rechts die zweite Klasse, in dem Bereich unten links die dritte Klasse. Und die schwarzen Linien sind genau die Entscheidungsgrenzen. Und in dem Bereich um die Entscheidungsgrenzen sieht man, dass die Farbe so ein bisschen blasser wird. Das sehen Sie vielleicht am Beamer gerade nicht so gut, am Monitor müssten Sie das ein bisschen besser sehen können. Das ist der Bereich, wo diese Wahrscheinlichkeiten so ein bisschen ähnlich werden. In den meisten Sachen, wenn ich einen Punkt wie links oben anschaue, wenn ich hier einen Punkt habe, dann wird dir eine Wahrscheinlichkeit von grün gegeben x von fast 1 haben. Das liegt an der totalen Wahrscheinlichkeit. Das werden wir, glaube ich, auf einer anderen Folie nochmal auch sehen. Und das ist so ein bisschen irreführend, wenn man das so anschaut. Wir schauen nämlich hier die Entscheidung vom Klassifikator an. Und die Entscheidung, welcher Wert maximal ist,
ist, sage ich mal, leicht in diesem Fall. Aber die Daten da oben wären trotzdem nicht typisch für das Modell. Ich kann mir stattdessen auch die Wahrscheinlichkeitsdichte anschauen. Und das sind jetzt sozusagen die Gauss-Verteilungen, die da drinnen stecken. Die zugrunde liegenden Normalverteilungen, mit denen ich das Ganze mache. Man sieht, ich habe hier eine Normalverteilung, die hat so eine Ausdehnung. Ich habe also für die beiden Attribute unterschiedliche Skalierungen mit drinnen, aber ich habe jetzt in diesem Fall noch keine Korrelationen berücksichtigt. Man kann aber gut argumentieren, dass vielleicht bei der grünen Klasse eine Korrelation zu berücksichtigen auch ganz gut wäre. Das kann ich auch machen. Jetzt hat er schon wieder umgeschaltet. Jetzt habe ich hier eine Kovarianz berücksichtigt. Da würde es vielleicht ein bisschen eine bessere Vorhersage wahrscheinlich insgesamt liefern, weil es zu den Daten, zu der Charakteristik der Daten ein bisschen besser passt. Das ist sozusagen das nicht mehr naive Modell. Das auf der Folie vorher war in dem Sinne naiv. Was wir auch in der Vorlesung immer wieder mal sehen werden, ist hier sowas. Ich weiß jetzt nicht genau, ob hier rot oder blau vorhergesagt würde. Es ist sozusagen außerhalb von dem grünen Bereich. Es ist eigentlich ein Bereich, in dem einfach meine Datenlage zu gering ist. Und der Effekt, den wir sehen, ist, dass hier diese blaue und die grüne Verteilung sehr, sehr breit sind. Und grüne Verteilung eine kleine Abweichung in die Richtung hat, was wirklich dazu führt, dass die grüne Verteilung an der Stelle niedriger ist, also hier draußen niedriger ist, als beispielsweise die rote oder die blaue. Typisches Effekt, wenn ich so ein Mixtures of Gaussians anschaue mit unterschiedlichen Standardabweichungen. Das kann ich mir so ein bisschen vorstellen. Ich habe eine Normalverteilung, die ist relativ breit. Sieht vielleicht so aus. Die läuft halt eben erst hier draußen aus. Und dann habe ich irgendwo so eine Verteilung, die ein bisschen kompakter ist. Schaut vielleicht so aus. Und die ist hier in einem Bereich, ist die deutlich höher, aber sie fällt halt auch schneller ab. Und wenn ich hier in diesem Außenbereich anschaue, dann ist halt die andere höher. Aber es liegt einfach daran, dass wir hier drüben überhaupt keine Daten haben. Aber vielleicht brauchen wir dann auch nie die Vorhersage dort. Also da könnte auch eine vierte Klasse sein. Weiß ich auch nicht. Also im Prinzip alles dort draußen an Vorhersage ist so oder so Spekulation. Insofern spielt das keine große Rolle, dass wir hier draußen so eine komische Entscheidungsgrenze mit reinbekommen.